Dann kommen wir zum Thema von heute, Apfelzüchtung. Wir züchten normale Apfelsorten, übrigens immer Basis Schorfresistenz. Wir haben noch nie eine Sorte auf den Markt oder in den Hausgarten gebracht, die nicht mindestens Schorfresistenz hatte. Da profitieren wir von einer langjährigen Zusammenarbeit mit Markus Terral, also mit der ACW, wo wir auch teilweise Eltern benutzen durften. Wir haben auch sehr viele Eltern aus Dresden-Pillwitz, eben von der Herr und Frau Fischer benutzt und aus der ganzen Welt. Aber trotzdem, das sind so die beiden Kernpunkte der Basis unserer Züchtung. Es gibt also keine Sorte, nicht mindestens mit Schorfresistenz in unserem Programm. Wir sind auch, denke ich, im deutschsprachigen Raum die einzige LV-Schule, die konsequent nur resistente, mindestens Schorfresistente Sorten im Hausgartenmarkt anbieten. Aber schon früh bis spät. Da ist natürlich schon unser Ziel, bei diesen Paradiesorten, sagen wir denen, unser Ziel, ein möglichst breites Sortiment anzubieten, von möglichst früh bis möglichst spät, alle Geschmacksrichtungen, säuerlich, süß, das ist wichtig für den Hausgarten. Das lässt sich aber dann auch im Erwerbsanbau beurteilen, weil wir uns nicht einfach nur auf Lagersorten konzentriert haben, sondern die ganze Breite des Apfels versuchen abzudecken. Und auch beim Apfel gibt es sehr viele Dinge zu entdecken. Dann Spezialsorten von Apfelbäumen. Hier Mini-Apfelbäume, die auf M9 halb so schwach, halb so stark wachsen wie normaler Apfelbaum, kürzere Ipanodien, sehr gute Qualität, Zufallsresultate aus einem Kreuz und Wesen, mal technisch gesehen, die einfach genetisch sehr schwach gewachsen sind. Normal werden diese Genetic Dwarfs von den Züchtern weggeworfen, haben wir früher auch gemacht, zufällig bei der Sorte haben wir sie behalten, auf eine Wurzel und dann 10 Jahre später selektionieren können. Also ein interessanter Wuchs, auch wieder für den Nase, für den Balkon, für den Terrassenbereich, dann Salbenäpfel. Ein ganzes Sortiment von Salbenäpfeln, die genetisch eben salbenförmig wachsen, auch für den Hausgarten. Neu seit diesem Jahr die Red Loves, das ist der Markenname für sie, rotfleischige Tafeläpfel von früh bis spät. Wir sind auch dabei, werden Sie hören, da Sorten für Erwerbsanbau, vor allem auch Sorten für die Saftindustrie, beides zu selektionieren, da werden Sie heute noch mehr darüber hören. Wunderbar mit diesem Bild, mit diesem fast herzförmigen Zeichen, das sich ergibt, wenn man sie so aufschneidet. Sehr schön pinkfarbene Blüten, also eine wunderschöne Zierpflanze. Und dann natürlich auch die Inhaltsstoffe, das ist eine komplizierte Geschichte, da habe ich viel in den letzten Tagen auch mit Franco Weibel diskutiert. Aber sicher ist, dass sie sehr viel Anthocyane haben. Oder es ist klar, dass der rote Farbstoff.